Ich komme aus Niederkassel bei Bonn, bin 44 Jahre alt, habe zwei Kinder, demnächst drei und bin momentan in Elternzeit. Zum IPE bin ich gekommen, weil ich beruflich mich verändern wollte und ein neues spannendes Wirkungsfeld gesucht habe, auch im Zusammenhang mit der Arbeit mit Kindern, die ich sehr gerne mache. Also diese Methoden, die wir lernen, sind auf der einen Seite unheimlich griffig und auch kraftvoll. Und man kann so viel damit bewegen bei den Kindern. Also es ist wirklich unglaublich. Also die Stimmung ist sehr gut. Es macht unheimlich viel Spaß, mit den anderen Teilnehmern zu üben. Es ist eine ganz tolle Gemeinschaft, die da entstanden ist, auch mit Leuten, die aus unterschiedlichen Richtungen herkommen. Das hätte ich mir überhaupt nicht vorstellen können am Anfang. Und die Tage vergehen wie im Flug und man schafft so viel, es ist so viel Inhalt da drin und auch die Übungen machen so viel Spaß, dass man das ausprobieren kann, umsetzen kann und erleben kann, was man da macht. Das ist echt klasse. Also Daniel ist echt eine Persönlichkeit als Lehrtrainer. Ich habe schon viele Seminare besucht und schon viele Ausbildungen im Kommunikationsbereich zum Beispiel gemacht oder so. Es ist, glaube ich, er hat so eine ganz besondere Mischung. Einmal die Sachen rüberzubringen, authentisch zu sein. Und das macht einfach ganz, ganz viel Spaß, ihm zuzuhören und wie er die Sachen rüberbringt. Ich bekomme eigentlich täglich im Gespräch mit anderen Eltern auch die Bestätigung, wie viel Handlungsbedarf und wie viel Interesse auch da ist, an der Stelle genau was zu machen, in diesem System zwischen Schule und Elternhaus. Da kann man so viel bewirken, also den Kindern mit an die Hand zu geben, wo andere sagen, nee, das ist so ein bisschen wie Schwarze Peter spielen, jeder schießt dem anderen zu irgendwie. Ne? Und ich glaube, das ist genau der richtige Platz und auch ein wunderbarer Zeitpunkt, jetzt damit anzufangen. Und es ist toll zu sehen, wie schnell sich das entwickelt in Deutschland, wie viele Coaches schon ausgebildet sind und wie viele Standorte es gibt, wo das angeboten wird.